das Leben vor uns liegt, wandern wir Hand in Hand durch die Welt. Und wir sind stolz auf dich, mein Junge, die Mama und ich. Wenn du auch mit deiner 3- in Mathematik unserem alten Namen Stendal keine Ehre gemacht hast, hast du doch dein Examen bestanden. Einige Tage nach dem Abiturientenexamen, als der schlimmste Wirrwarr vorbei war, war ich zu Onkel Persen herausgefahren. Auf dem Bauernhof, auf dem auch mein Vater geboren war. Draußen auf dem Lande, in der kleinen Welt, wie Papa es nannte, wollte ich mich von der Examensbüffelei richtig erholen. Ich passe mich euren ehrwürdigen Sitten an und stehe mit dem ersten Hahnenschrei auf. Lass das nur den Hahn nicht hören, mein Junge. Guten Morgen. Stendal. Kerstin heiße ich. Ist das die große Hilfe von Fredericks, hm? Ja. Dir ist wohl die Luft weggeblieben. Sehe ich so aus? Hm. Na, es geht über die Knochen, das Bücken. Gibt's da keine Maschinen für sowas? Nee, nicht für einen Bauern wie unser einer. Du, Kerstin. Was macht ihr denn sonst so in eurem langweiligen Nest zur Unterhaltung? Zur Unterhaltung? Ja, tanzen oder irgend so etwas. Langweilst du dich hier? Und du vielleicht nicht? Gefällt es dir hier? Natürlich gefällt es mir hier. Kommen wir tanzen? Nein. Aber Kerstin... So würden Sie sagen, wenn Sie mich hier sitzen sehen. Es regnet doch. Aber wenn Sie wüssten. Dann würden Sie mich vielleicht fortschicken oder auch einsperren. In ein richtiges Gefängnis. Wie alt ist sie? 17. Und du 19. Das ist ja der reine Kindergarten. Und für sowas wirfst du deine Zukunft über den Haufen? Schämst du dich nicht, du Hure, du... Kerstin. Man lernt Gott und alle Menschen hassen. Man will Himmel und Erde einreißen und lästern. Dann gleich kommen mit ihrem Getratsch und Gerede. Du bist verworfen. Halt, bleib hier. Da ist nichts zu retten.